Sie sprechen den Vorgang Claus Plantico an. Das ist mir auch sehr wohl bekannt. Er setzt sich für die absolute Gewaltenteilung ein, die nicht realisiert ist in der Verfassungswirklichkeit und wird deshalb auch von Juristen ausgegrenzt, weil nämlich bei der Gewaltenteilung die Verwobenheit nicht zum Tragen kommen dürfte. Dann ist also Herr Claus Plantico wahrscheinlich nicht wegen seiner etwas abweichenden Schriftsätze, sondern wegen seiner Einstellung aus der Anwaltschaft entfernt worden. Nein, er wendet sich gegen Macht. Das heißt, er kämpft gegen Machtpositionen, nicht gegen Rechtspositionen. Und Machtmissbrauch liegen eng beieinander. Ja, aber dann hat man ihn ja nicht aufgrund irgendeiner Befähigung für seine Anwaltstätigkeit aus dem Anwaltsdienst entfernt, sondern aus ganz sachfremden Gründen. Er hat rechtsdogmatisch klar aufgezeigt, dass wir derzeit aus seiner Sicht ein Unrechtssystem haben, weil es keine Gewaltenteilung gibt. Ja. Und die Leute, die er angreift, entscheiden aber zugleich in eigener Sache über sich selbst. Man kann aber zusammenfassen, dass Herr Claus Plantico deswegen seine Zulassung verloren hat, weil man dafür gesorgt hat. Weil er sich mit der Mächtigen angelegt hat. Und nicht wegen irgendeiner geistigen Schwäche oder wegen seiner etwas sonderbaren Schriftsätze in einigen Punkten. Weil er sich gegen die Mächtigen gestemmt hat. Und bei dem Herrn Friedrich Schmidt war es ähnlich. Er hat einen großen Weinskandal aufzudecken versucht. Das ist ihm auch wohl zum Teil gelungen. Anfangs hat er gewonnen. Aber dann sagt er, irgendwann hat er gar nichts mehr gewonnen für seine Mandanten. Da geht es um Verwobenheit und Macht. Sie würden sicherlich sagen, diese beiden Rechtsanwälte sind aufgrund ihrer Einstellung gegen nicht rechtsstaatliche Machtverhältnisse dann sozusagen aus dem Anwaltsdienst entfernt worden. Also, wegen ihrer Eignung. Wissen Sie, das hat wieder was mit der Gruppendynamik zu tun. Und wenn ich Ihnen da eine Empfehlung geben kann, sehen Sie sich die Filme Rapa Nui an. Da geht es in dem Kampf zwischen Lang- und Kurzohren, also auch um Macht. Das ist sehr schön thematisiert. Und in Roadhouse, wo Patrick Swayze die Hauptdarstellung gespielt hat, geht es auch um eine Stadt, in die von einem Mächtigen beherrscht wird und um Kämpfe um die Macht. Dann entscheiden die Mächtigen darüber, wer Anwalt bleibt, wer zum Teil auch Prozesse gewinnt und natürlich nicht das Gesetz. Oder in wenigen Fällen, wenn es unangenehme Dinge sind, dann wird nach dem Gesetz vorgegangen. Letztendlich würde ich sagen, das letzte Wort haben die Mächtigen. Ja, nun kommt aber noch hinzu, dass praktisch äußerlich formal so getan wird, als würde man die Gesetze beachten, in Wirklichkeit aber boshaft, dass ins Gegenteil verkehrt wird. Ja. Das können Sie zum Beispiel sehr gut nachlesen in einer Veröffentlichung, das Prinzip der Bosheit. Unter dem Vorwand äußerer Legalität werden die größten Unrechtsstrukturen umgesetzt. Das hat was mit Mobbing und Schikane zu tun oder mit Stalking auch. Durch diesen Bericht? Das Prinzip der Bosheit, das ist ein Taschenbuch. Ein Taschenbuch mit dem Namen Das Prinzip der Bosheit. Richtig.